Herzlich willkommen zum neuen Video, wo ich bin und wie ich hierher gekommen bin, was ich hier mache. Das seht ihr in diesem Video. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu. Mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Wenn ihr da Wasser seht, das ist das kleine Haff. Da sieht man es. So, ich bin angekommen und es ist eigentlich genauso schön, wie ich es mir erhofft habe. Es gibt nur einen Nachteil. Ich zeige euch erstmal den Platz. Und zwar, tada! Ich stehe am Meer. Also nicht am Meer, ich stehe am Oderhaff. Und der Nachteil ist, also man sieht es jetzt nicht, aber hier sind Heerscharen von Mücken. Darauf war ich jetzt noch nicht eingestellt. Mein Mückennetz habe ich natürlich noch nicht fertig genäht. Das liegt auch noch zu Hause. Wenn ich es bei hätte, hätte ich es gleich machen können. Aber gut, damit muss ich jetzt erstmal leben. Seht ihr die ganzen Mücken? Ich habe wieder mal keine Ahnung, was hier steht. Ich google das gleich mal. Aber ich war dieses Jahr noch nicht am Meer. Und hier wird vor Zecken gewarnt. Das sieht man ja. So schön. Mir eine Jacke anziehen. Die Mücken, yeah! Schrecklich! Hab gerade geguckt. Oh. Wenn ich hier weitergehen würde, viele Kilometer, dann würde ich tatsächlich in Stettin ankommen. Also immer so am Oderhaff entlang. Und auf der anderen Seite dort ist Swinemünde bzw. Insel Usedom. Ach, und schaut mal, wer hier noch sein Unwesen treibt. Der Biber. Na, was meint ihr? Ein leckeres Frühstück morgen früh hier, direkt am Meer? Geil, oder? Die Mücken belagern jetzt schon das Auto. Oh no. Wow, mein Kompass sagt tatsächlich, dass da Osten ist. Das heißt, ich habe den besten Sonnenaufgang morgen früh. Ja, ich liege schon im Auto der Mücken wegen und ich wollte jetzt eigentlich das Reel schneiden über Stettin, weil die auf Instagram wissen momentan noch gar nicht, wo ich war. Und darum wollte ich jetzt ein Reel schneiden über Stettin und aber euch wollte ich noch zeigen, wo ich hier liege. Ich habe direkt umgeparkt, weil ich bei der Wanderung hier, ich habe nochmal die Umgebung erkundet und habe noch ein besseres Plätzchen gefunden. Ein Hoch auf einen Minicamper, ein Wohnmobil hätte hier nicht hingepasst, auch kein Van. Also, tada! Ich stehe direkt am Meer und da ist Osten, also morgen früh kitzelt mich die Sonne wach. Übrigens, viele fragen mich immer, wie lang, wie groß mein Auto ist. Mein Bett ist sehr lang. Ich bin 1,72 Meter und habe dann noch
Bestimmt 20 cm bis zum Ende. Und mein Bett hat zwischen Bett und Fahrersitz, Beifahrersitz, noch 20 cm Platz für meine Klamotten. Ah ja, und breit ist es halt so breit, wie ihr es baut, wie euer Schrank ist. Kommt drauf an, wie tief euer Schrank ist. Der hier ist, glaube ich, 30 tief. Und der ist, weiß nicht, ein bisschen mehr als 40 tief. Und wenn ihr den nicht hättet, könntet ihr das Bett halt richtig breit machen. Ja. Und hier steht mein Klo. Und was es für ein Klo ist, habe ich unten verlinkt. Und hier ist so mein Platz für Krimskrams, Krempel, Rucksack und so weiter. Ja, so sieht es aus hier drin. Und ja, die Mücken, stellt nicht scharf, die wollen hier gerne rein, aber ich lasse sie nicht rein. Ich denke, die ganze Zeit regnet das, aber nein. Da geht's ja hier an der Seite noch. Einen wunderschönen guten Morgen aus Polen vom Oderhaff wünsche ich euch. Und ich habe leider den Sonnenaufgang verpasst. Also ich habe verpasst, wie die Sonne hinterm Horizont hochkommt. So wie sie hochsteigt, das habe ich jetzt drauf. Ich mache gerade eine Timelapse. Aber wie sie hinterm Horizont hervorkommt, das habe ich leider verpasst. Schade. Ja, so sieht es hier aus. Da habe ich die Timelapse an und da kann ich schon mal einen Sneak Peek machen. Die Timelapse läuft immer noch und ich wollte euch mal die andere Seite hier zeigen. So sieht es hier aus. Schön, oder? Und hier ist nochmal die Länge am Kopfende zu sehen. Hier habe ich meine Klamottenboxen zu liegen und der Schlafsack passt auch noch dazwischen für kältere Tage. Denn normalerweise habe ich mein Bettzeugs ja hier unter. Mein Kopfende. Genau, also ich denke mal, das sind sogar noch mal mehr als 20 cm. Ich habe es nicht abgemessen. So, ich bin rausgekrochen. Da läuft eine Timelapse, die spiele ich euch gleich ein und ich musste den Kocher jetzt nach drinnen stellen, weil es draußen so windig ist und ich finde meinen Windschutz nicht mehr. Es wäre also nett von euch, wenn ihr mir in die Kommentare eine Empfehlung für einen Windschutz für so einen Standardkocher gebt. Ich hatte mal eine, aber die ist irgendwie weggekommen und ich weiß nicht mehr, was es war. Da hinten kommt ein Bötchen. Das ist jetzt so auf Höhe von Usedom. Kleiner Tipp für Tiny Campers, die Platz sparen müssen. Ich habe keinen extra Abwasserkanister. Ich habe jetzt hier abgewaschen. Nutze dafür meine Trilino Trenntoilette. Und zwar der Flüssigkeitsbehälter ist ja auch praktisch ein Abwasserkanister. Und da kommt das gleich mit rein und dann kann ich das komplett zusammen entsorgen. So, ich habe alles eingepackt, ihr habt es gesehen. Hier ist nochmal der schöne Ausblick aus meinem Fenster. Ich bin hier in Miroševo, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Das ist hier so eine kleine Halbinsel. Ich blende euch mal ein Foto hier oben ein.
Und diese kleine Halbinsel, die will ich heute noch weiter erkunden. Darum fahre ich jetzt noch ein kleines Stück mit dem Auto ganz in den Norden an die nördliche Spitze dieser Halbinsel. Die Natur ist hier übrigens richtig, richtig schön. Hier ist ganz viel Wald und alles ist grün. Hier kann man schön wandern. An den Straßenrändern gibt es ganz oft so Wanderparkplätze, wo man sein Auto abstellen kann. Kommt man immer mal wieder in so ein kleines, süßes Dörfchen rein, was man erkunden kann. So, ich bin jetzt hier ein Stück weiter gen Norden gefahren und scheinbar am nördlichsten Punkt. Die Straße ist hier zu Ende. Ich weiß nicht so recht, wo der Parkplatz hier ist. Ich habe mich jetzt hier mal hingestellt, weil da ist ein Verbotsschild und hier aber nicht. Daher vermute ich mal, hier ist auch noch so ein Gebiet, wo man parken könnte. Ist aber alles etwas sandig, eher dünenmäßig. Und da ist ein Hochsitz. Ich weiß nicht, wann hier die Jäger kommen, falls man hier stehen will. Und ich wandere jetzt erstmal hier Richtung Meer. Hier ist das Verbotsschild, also Campen, offenes Feuer und PKWs sind verboten. Aber ich denke, das reicht aus zum Abstellen. Oh, wie schön, der Flieder blüht gerade. Hier ist tatsächlich ein schöner kleiner Strand, wer hier so baden möchte. Ich bade ja tatsächlich in Deutschland so gut wie nie. Und schaut mal hier unten, da sind riesige Muscheln. Also die Nähe zum Meer ist unverkennbar. Hier kurz neben den schönen Strand stehen zwei Schilder. Ich habe mal schnell übersetzt, was da drauf steht. Also das ist hier ein Naturschutzgebiet und eigentlich die Regeln, die in allen Naturschutzgebieten herrschen. Keine Veränderungen, kein offenes Feuer. So viel dazu, wie sich die Menschen daran halten. Und ja, einfach bewusst mit der Natur umgehen. Ich weiß nicht, ob ich das drauf kriege aufs Video, aber es summt hier überall. Hier sind so viele Insekten, das ist unglaublich. Das summt hier, aber ich glaube, ihr hört das nicht auf dem Video, weil die Vögel lauter zwitschern. Aber es ist ein absolutes Surren hier im Hintergrund. Und ich gehe jetzt nochmal da lang. Da sieht so aus, als wäre dort ein Lost Place. Schauen wir mal. Hier über mir sind Millionen von Insekten. Vermüllt wie überall. Soll ich reingehen? Ich mag ja sowas immer nicht so. Bin da ein echter Schisser. Scherz. Da hinten fliegt der Kuckuck. Geht's richtig zur Sache. Da ist Kuckuck 1. Oh, so schnell bin ich nicht. Und da sitzt irgendwo Kuckuck 2. Und Kuckuck 1 ist jetzt zu Kuckuck 2 geflogen. Ein Kuckuck-Krimi. Ich bin wieder im Auto angekommen und wisst ihr, was mich wundert? Dass hier einfach kein Mensch ist. Niemand. Es sind hier, ich weiß nicht, 25 Grad in der Sonne. Und hier ist niemand. Außer ich. Das gibt's doch gar nicht. Wo seid ihr alle? Seid ihr nicht in der Natur unterwegs? Wahnsinn! Es ist jetzt gleich Mittagszeit und ich will mal schauen, ob es hier irgendeinen Ort gibt, wo es auch ein Restaurant gibt. Ja, ich fahre jetzt einfach noch ein kleines Stück weiter, verlasse den Kuckuck hier und das Lost Place dort hinten.
Ich scheine ein Glückskind zu sein dieses Wochenende. Ich habe wieder einen wunderschönen, kostenlosen Parkplatz hier gefunden. Da ist das Meer. Der Parkplatz ist sogar sehr eben. Aber wie gesagt, ich teile jetzt keine Stellplätze mehr, weil die mir einfach zu dreckig sind, wenn man sie öffentlich teilt. Hier gibt es sogar einen Mülleimer noch. Und ja, jetzt werde ich den Ort erkunden. Es scheint hier tatsächlich ein Restaurant zu geben. Ja, let's go! So, auf geht's. Ich habe mir schon mal meinen dicken Pullover ausgezogen, weil es ist echt, echt warm hier. Da steht Venner und ich gehe jetzt hier mal ans Meer. Es ist so warm hier am 12. Mai und ich habe mich schon mal ausgezogen. Hört ihr die Glocken? Es ist Samstag. Polen ist ein sehr religiöses Land. Und hier an der Promenade gibt es richtig viele verschiedene Infos zu bekannten Seefahrern. Das hier ist von Christoph Kolumbus und ja, viele andere. Und jetzt komme ich direkt an den Strand. Hier ist alles super sauber und gepflegt. Ich glaube, die Gegend ist jetzt noch nicht so touristisch bekannt. Darum ist es hier einfach wunderschön. Und wisst ihr, was das Gute ist? Hier kann man tatsächlich mit Karte bezahlen. Das ist unglaublich. Würde in Deutschland wahrscheinlich nicht gehen. Ich bin hier am nördlichsten Ende dieser Halbinsel. Das sieht man daran, dass dort Wasser ist. Und dort Wasser ist. Und hier ist die Kirche. Soll ich euch mal was sagen? Ich habe mich tatsächlich verliebt hier in diese Region. Also wenn man mal einen Kurztrip machen will von Berlin aus oder Brandenburg, wo auch immer, ich würde diese Region jedem Ostseeort vorziehen. So ein süßes Örtchen hier. Von da komme ich übrigens, da war diese schöne Strandpromenade und die geht hier tatsächlich so rum. Da sieht man sie wieder. Und jetzt gehe ich hier lang und da ist sie auch wieder. Habe ich eine Abkürzung gefunden. Oh lecker, hier gibt es auch Fischbrötchen direkt. Ich gehe jetzt mal dahin und dann gehe ich diese ganze Promenade eine Runde rum. Und danach ist es Mittagszeit. Da gehe ich in einem von diesen süßen Restaurants dort und esse bestimmt was Leckeres mit Fisch. Ich will jetzt mal schauen, ob ich den Fährhafen finde. Hier kann man nämlich auch mit der Fähre von Deutschland herkommen. So, da fährt sie nun wieder los, die Fähre. Ihr seht, die fährt dort direkt gerade rüber. Da ist nämlich schon Deutschland. Wow, wieder eine tolle Kirche hier. Ach, wer steht denn da? Schönen guten Tag. Darf ich Sie was fragen? Was malen Sie hier gerade? Ah, das Gebäude. Okay, was ist das denn für ein Gebäude? Ach, das Rathaus. Ah, ja, Sie können richtig gut malen, Herr Hartig. Das ist übrigens Hans Hartig. Er hat von 1873 bis 1936 gelebt und ist Projektant des Rathauses, was mir hier jetzt gegenübersteht. Übrigens ist er auch deutscher Künstler gewesen. Na dann, tschüss, Herr Hartig. Viel Spaß noch beim Weitermalen.
gibt es ganz sicher was zu essen. Da schaue ich jetzt mal um die Ecke. Ja, eine Taverne. Lecker. Kann ich mich gar nicht entscheiden zwischen polnischem Fisch und griechischem Fisch. Eine Taverne ist ja griechisch. Also richtig schön hier, wenn man hier so mit so einem Boot kommt. Hier ist gleich ein Kinderspielplatz, die Taverne. Und hier ist der Bootstellplatz, Ankerplatz oder wie man das nennt. Da habe ich keine Ahnung von. Und hier, wenn man mal nicht im Boot schaukelnd schlafen möchte, kann man hier gleich noch so ein Häuschen mieten. Auch nicht schlecht. Gute Nacht. Herr Endrich schläft auch. Hier hat der Angler für die Möwen was hingelegt. Den Fischkopf. Aber die wollen den ja gar nicht. Ja, jetzt bin ich hier angekommen an diesem Turm und da geht es jetzt natürlich hoch und dann geht es da weiter zurück. Ich sitze hier direkt am Meer, die Glocken läuten, weiß nicht, ob ihr das hört. Hier läuft ein Kätzchen umher und es ist Selbstbedienung, also nee, anders, es ist Order in der Bar. Aber schauen wir mal, was es hier Leckeres gibt. Ja, nun sitze ich hier mit meiner Speisekarte. Ich wollte ja Fisch essen, alles andere ist eher so Fast Food. Und ich mag aber nicht viele Gräten. Also es gibt Zander, Dorsch, Ruki, was das auch immer ist, und Seehecht. Und alle sind grätenreich. Der einzige, der seltener genannt wird bei grätenreich, ist der Dorsch. Also werde ich mir wohl einen Dorsch bestellen. Ja, ja, schade. Aber egal, ich bin hier am See, an der See, also muss ich auch Fisch essen. Ach, ich lieb's hier. Und diese Wärme, genial. So, einmal essen, 10 Euro, noch was, also 11 Euro. Die Cola habe ich jetzt vergessen, 9 Slotti. Leider muss ich mich langsam auf den Rückweg machen. Da habe ich gegessen, war richtig lecker, kann ich euch empfehlen. Auch fast ohne Gräten. Ich hatte, glaube ich, 3 ganz kleine Gräten. Ein Filet. Und ja, jetzt gehe ich noch mal ein bisschen durch den Strandsand hier. Und dann muss ich leider zu Benner zurück. Ihr seht, es ist schon ein bisschen voller geworden, aber kein Vergleich zur Ostsee. So, ich habe mich jetzt tatsächlich noch entschlossen, noch ein Cappuccino zu trinken und ein Eis zu essen, bevor ich in Winner steige und weiterfahre. Es läuft! 2 Kugeln Eis und ein Cappuccino, 5 Euro. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und für weitere Videos Kanal abonnieren. Bis bald!